Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss mit denen nur angucken und schon habe ich ein Lied von The Who im Kopf. Ich weiß gar nicht wieso. Los geht's, Jojo. Let's play und so und weiter und so. Die Niederlagen dürfen fortgefahren werden und es werden ja schon Wetten drauf abgeschlossen, ob ich nicht vielleicht doch noch eine Herausforderung gewinne oder nicht. Ich tippe mal auf, dass wir jetzt mit 140 verschiedenen Versionen von Exodia zu tun haben. Insofern. Oder was komplett anderes, das kann auch sein. Man weiß ja nie. So. Und ich habe natürlich nichts, was ich spielen kann. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das ist so viel unverschämtes Pech, kann ein Mensch doch gar nicht. Ja, Exodia, was sonst. Wenn der Exodia hat, greift er Enyan an, dann nehme ich das jetzt halt. Los, ist mir egal. Dann greife ich auch mit 100 Angriffspunkten an. Und ich kann nicht angreifen, nehme ich nicht Schwert. Egal, so was angreifen. Nur wascht. Können wir mal sehen, wie hoch mein Konzentrationsniveau zu Beginn einer Folge ist. Null Wache. Schön. Eins. Zwei. Das war nicht der Kampf aus. Das ist jetzt nichts. Warte jetzt. Bam, 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 bam. Kannst du einfach deine Nullwache zerstören? Das ist doch von dritter Generation. Ich weiß noch nicht mehr von wem. Sieht aus wie Jiro da oben. Lass mich in Ruhe hier. Ich will nichts aktivieren. Ja, ich will das aktivieren. Ich will unbedingt das aktivieren. Lass mich in Ruhe. So. Nö. Ich mache das nur. Genau. Um zu sehen, was noch kommt. Ah, ich hätte ja einen Angriff eiteln, aber gut. Das ist ja selber grün. Durchaus ein Duell, das man gewinnen könnte. Tun wir doch. Könnte. Nur keine Angriffe zulassen. Ne? Exodia? Deswegen hat er den gesamten Finsternis da. Und da gibt es effektivere Strategien. Vor allem selbst in der Story hat er ja mit 20 Mal Ruf der Jagd und so besser. Geht es vielleicht gar nicht darum? Hat er vielleicht was noch Schlimmeres vor? Niemals? Also Angriffe vereiteln kann er ja bis zum Ende aller Tage. Ne? Das wollten sie damit wahrscheinlich auch beweisen. So, jetzt. Und ja, ich biete eine offene Flagge. Also
Ich will nur eins. Das da. Zack, zack. Und ja, ich weiß, das ist nicht der maximale Schaden jetzt, sondern der Schaden später, wenn ich ihn später angreife, wenn er nichts mehr hat, um sich zu wehren. Nein. Wenn wir es nicht gemacht haben. Also hat er Exodia. Das war ja klar. War schon. Kann sie mal. Jetzt kann er nicht den Gem oder sowas. Damit kann ich auch leben. Nein, ich will nichts aktivieren. Lass bitte einfach Monster spielen und gut ist. So. Nein. So, jetzt. Wenn der verbannt wird, kann ich ihn spezial beschwören. Ist das nicht schön? Interessiert mich dann nämlich auch nicht mehr der Effekt seiner hässlichen Fallenkarte. Die er ohnehin nicht unendlich angreifen und nutzen kann. Ja, ich kann schon weitergehen. Bringt mir alles gar nichts, leckt mich. Besseren Karten, den habe ich gerade zur Verfügung auf der Hand von Johanna Mart gesehen. Dankeschön, na jetzt. Was war das gerade? Flinke Vogelschein, ich warte mal jetzt. Check. Ich habe nein, das Mikro. Lebensmittel können wir in der Zeit nehmen, die sind jetzt gut. Oh, da hielt ich mir noch egal, guck ich mich hin. Könnte tatsächlich die effektivste Karte hier sein. Allerdings würde ich dann alle meine Monster zerstören, die ich bei Spezialbeschwörung aufgucken würde. Ne? Nur so nebenbei. Das habe ich jetzt definitiv nicht vor, das wären nämlich beide. Ja, hol dir das Ding. Ist mir egal. Na, ist jetzt Alex mit der Teile? Bennett. Ja, ich weiß es nicht.
Karteffekt aktivieren. Dankeschön. Ich will noch nichts aktivieren. Nein, ich bin ganz sicher, dass ich das nicht will. Jetzt danke. Das kann ewig so dauern. So kann man auch auf Exodia spielen. Was kann ich denn aktuell alles rufen? Brauche ich nicht alles sinnlos. Danke, weiter geht's. Wenn ich will nichts aktivieren. Na, hat er schon 4 Exodia-Teile? Wenn das jetzt die zweite von diesen Fallenkarten ist, drehe ich mal hat. Gleich spielen, sondern dann Magic Summer legen und so. Komm. Das sind jetzt 3 von der Sorte, die jetzt halt den Kopf nehmen müssen. Haben aber noch nicht verloren. Auch wenn der Gegner Exodia hat. Freude auslöst. Unglaubliche Freude. Angriff. Piu piu. Angriff. Piu piu. Angriff. Ich greife trotzdem an. Sei es nur, um anzugreifen. Aber das ist nicht so. Wenn das wirklich die dritte davon wäre, hätte er die ja schon aktivieren können. Verstehe ich nicht ganz. Jetzt top 3, egal, wir wollen jetzt Lebenspunkte. Habe ich irgendwas übersehen, was ich schon kann? Dann ist mir egal. Angriff. Achso, nimmt ja keinen Kampf an. Gut, dann nicht. Leute. Bitte gib mir brennendes Land. Das bringt ja auch nicht, wenn er Wort sieht. Gib nicht Finsternis, Monster. Kein Finsternis, was war's? Das war hier. Du musst hier zumindest ein Finsternis, Monster im Friedhof geben. Den. Egal, Angriff. Danke, den will ich haben. Nicht auch mehr. Ach nee, den habe ich ja nicht mit der Karte aufgerufen. Schade. Wäre jetzt viel günstiger gewesen, aber sonst. Top N und beten.
Tschüss. Komm, dann gehen. Du kannst den Kampfschaden verhindern. Die nächsten 20. Ja. Ja, endlich. Angriff. Vogelscheuche. Überraschung. Angriff. Vogelscheuche. Überraschung. Angriff. Vogelscheuche. Überraschung. Nein, Papoko ist ja noch schlimmer. Zu beenden. Die Prämie des Landes. Mann, der Morphenkrug, das hat ja ewig gedauert. So, können wir das Ganze denn jetzt mal folgerichtig beenden? Ja, ich weiß, ich hätte einen Elbenschwertkämpfer erst spielen sollen, egal. Dem fehlte nur noch der Kopf. Das hat jetzt wirklich ein ganz klein wenig gedauert. Sieger, das Kommen von Exodia. Moin. Die zwei Vögel. Wow. Pink Vogel. Sehr schön. Und ein paar Punkte. Setokalber. Das virtuelle System ist bereit. Mal gucken. Ich ahne schon, jetzt kommen alle Cyber-Enddrachen, Mutationen, gegen die ich niemals antreten wollte. Ja. Na klar. Immerhin, wir haben gewonnen, ne? Weiter mit so viel Ruhe und Geduld. Werden wir nie wieder kämpfen, wir alle wissen das. So. Das hat sich schon erledigt, ein weißes Drachendeck. Interessiert das eigentlich noch in irgendeiner Form? Ja. Der weiße Drache. Wie unvorhersehbar. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und tschüss. Weiter geht's. Uns mir mal gern haben. Ich beende meine Zug. Copycat. Ich will lieber gar nicht erst wissen, was der jetzt schon für komische Synchro-Beschwörungen vorhatte. Zumal es ja auch welche gibt, die drei weiße Drachen brauchen. Oder drei Drachen mit 3000 Angriff und 2500 Verteidigung, von denen, wie wir alle wissen, ist ja endlos viele gibt. Das ist natürlich nicht wahr. Was war das jetzt für Blödsinn? Es gibt so Dinge, die fragt man sich, was du eigentlich hast. Ja, ich weiß, ich sollte den Markt jetzt Glaubens spielen und nach Geki wiederholen, jetzt dran weh, bla bla. Keine Adresse. Was passiert? Hab mich mir lieb. Oh nein! Was soll ich denn jetzt nur machen? Ist mir ziemlich bespaßt mit Monsterwein, was war das? Dann greife ich dich an. Und weil das so schön war, bin ich dir. Jetzt kann keiner mehr den Zug angreifen, dem macht nichts. Er beschwört. Also auch nicht. Siehst du, der weiße Drache? Kaniendrache. Hier kommt ein in Schneefeldern wohnender, schneeballförmiger Mutantendrache mit riesigen, was? Scharfen Ohren. Niemand wird ihm entkommen.
Ich, ja. Oh, es geht's nicht. Ich dachte, das wird immer besser hier. Das ist ja eine Endlos-Kombo. Du gehörst mir. Hallo, ich wollte. Diesmal habe ich nicht vorher gedrückt. Ganz sicher nicht. Das war so nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich wollte nämlich die auf dem Feld, dann hätte der Lebenspunkt. Ist mir egal. Kannst du viele von rufen, wie du willst. Eine Schnuppe. Ich will die Reihe nach alle vernichten. Gerade schwerer Sturm spielt. Was übrigens bis jetzt, glaube ich, noch nicht einmal passiert ist, seit wir hier aufgenommen haben, die ersten Folgen. Opfern, ihn spielen, Angriffsmodus. Schildkröte im Friedhof haben, umso besser. Nein, ich bin nichts gesagt, hier, danke. In Folge besiegen würden. Irgendwas läuft heute besser. Ich kann es auch nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber es läuft besser. Und ja, ich lasse die Marke des Glaubens in den Kosmos. Es fehlt eigentlich nur noch meine geliebte dunkle Tür. Anschauen, was ich damit vorhabe. Sobald er irgendwann mal angreift. Irgendwann, sehr viel später. Oh, was wird schon? Nein, müsste jetzt mal irgendwann angreifen. Reiter der Sturmwinde. Ein normales, danke. Ach, genau, tu das. Das war zu einfach, muss ich sagen. Danke, Raigeki. Viel zu einfach.
Die soll dann gewinnen. Dafür lief es einfach zu gut. Gut. Also, ihr merkt, ich bin ruhiger, aber dafür habe ich dann noch... Das war jetzt natürlich nicht Teil der Planung. Er kann ja sowieso schon angreifen. Aber nicht in diesem Zug, dank seiner eigenen Karte. Drachenwurde. Monster aus. Kanindrachen. Ja, möchte ich definitiv, weil es beim nächsten Mal nicht so ist. Dankeschön. Immerhin. Immerhin. Megawandler. Kanin ausrüsten, danke. Du jetzt noch die Hälfte und wenn du angreifst, dann nochmal die Hälfte. Falls das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Es sollte eigentlich. So, und jetzt überspringt mein nächstes die Beifahrt. Also muss ich auch keine Lebenspunkte opfern. Fand ich das mega wahnsinnig. Nee, will ich nicht, will ich nicht. Nein. Ja, noch überlebt. Ich habe immer noch nicht verloren, wollte ich nur mal sagen. Na, wie viele Drachen zur Stampfungsgraben hast du noch? Was kommt jetzt? Kanindrache? Dreihörniger Drache, jetzt wird langsam alt. Was haben wir denn überhaupt im Friedhof Scheiß? Nicht sehr viel Brauchbares. Noch nicht. Nee, lass mal. Kann der mich ja denn hier an? Jetzt bin ich dran, fuck. Wen werde ich denn spielen? Den hier. Im Angriffsmodus. Und dann kannst du mich ruhig angreifen. Mach mal. Leg los. Ich bin gespannt. Nein, keine Lust. Gleich nicht gespannt. Nö, keine Lust. Ich spiele bei dir hier. Ich meine, ich hätte es auch zahlen können und ihn dann angreifen und fertig, aber machen wir es auf die Art. Soll kein Mal verbrennen. Ich denke, gewonnen haben wir in jedem Fall und das war eigentlich auch die ganze Zeit besichtlich. Karten des Einklangs. Der weiße Stein hätte ich einen schönen Donner eintragen. Cool. Da haben wir ein paar gute Karten bekommen. Und wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Oh Mann, Strings machen wir jetzt noch was. Und jetzt auch im Schnellformat die Typen besiegen. Sein Wiederbelebungsschleim.
Meine Motivation war bei den Niederlagen übrigens höher als jetzt beim Sieg, ne? Weil das jetzt einfach nur ewig in die Länge gezögert wurde. Wow, hat der eigentlich nur Spielfeldzauberkarten da gerade gehabt? Angefühlt. Heißt nicht gut oder sowas? Okay, das ist harte. Muss ich zugeben. Das ist etwas, dagegen komme ich nicht so schnell an. Jetzt bin ich dran. Monster-Reanimation. Dann lobt ich mal mein mächtigstes Monster zu holen. Mehr oder weniger. In diesem Deck zumindest mal die vielseitigste Karte oder hilfreichste. Angriff. Das ist. Das ist. Werde ich wieder bräuen, aber sonst. Mit Konifor anzugreifen, mach ich jetzt. Noch besser. Schade. Naja, muss man mit leben. Das gilt natürlich auch für seine Monster. Das Verbannungsspielchen oder so. Das ist doch nicht zu fassen. Nö. Das sehe ich ja mal gar nicht ein. Synchromonster, dass das was bringen könnte. Das ist schon überhaupt nicht hilfreich. Stufe 4 Nitrium, was haben wir denn? Neodorium, das würde uns schon eher was bringen. Ich habe das falsche Monster gespielt, Idiot. Gut, dann haben wir halt die Niederlage auch verdient. Wer sich partout nicht konzentriert, hat Pech gehabt. Hässigkeit kann meine Kommentare auslassen. Dankeschön. Juckdefekt muss das erzählen nicht. Wahrscheinlich hat jemand Jinso oder sonst was mit dem Deck. Heißt da was wird doch nichts bringen, würde man den. Ja, geil. Und die Grundangriffskraft meines Monsters zu haben, seines Monsters zu haben, bringt mir gar nichts, denn die 800 und was. Besser als nichts. Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Natürlich auch die Angriffskraft sonst muss es nicht mehr. Wenn sie nicht gerade drauf sind. Deswegen Kraft der Magie wäre in meinem Deck eigentlich gut. Schlimm, 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 wenn ich selbst das sagen muss. Dann zwei Dolenten. Kann er das tut. Ausgezeichnet.
Können wir machen. Das ist noch besser. Schadenskompensation. Damit könnte ich den übrigens auch rufen. Aber der ist ja nicht mehr im Deck, ne? Das kriegen wir ins Deck nicht. Mal gucken, wer zuerst was hat, was er spielen kann. Das dürfte jetzt lange dauern. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir auch dieses Duell gewinnen werden. Weil der Gegner mit seiner Null-Endlos-Todesstrategie von 3GG unterbrochen wurde. Fertig. Eine Zauberkarte. Hätte auch schwarzes Loch los sein können, aber. Dankeschön, reicht mir schon aus. Danke. Angreifen darf ich nicht, ist mir egal. Effekte zählen auch nicht, ist mir auch egal. Noch eine Kraft der Magie abgelegt, sehr schön. Aber Gegner. String Stash Examen. Gut, wenn man Fäden gezogen hat. Dich wollte ich in das. Könntest du aber mal sowas von vergessen. Nicht gerade die letzte Monster hat, löscht es. Wieso willst du auf Verteidigung spielen? Spielst du auch noch mit Dexoliamat? Alles bloß das nicht. Lass mal gerade ziehen. Ein bisschen mehr Variation. So. Komm jetzt mal vorwärts. Kartenzerstörung wäre nicht schlecht. Sollte ich gleich doch mal ins Deck reinnehmen. Markus, Weiß, Rikus. Ich spiele das Siegel von Orifakus. Damit wir mal vorwärts kommen, die hier. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Bis ihm die Karten ausgehen, nehme ich an. Ich verliere 500. Ich kriege keine drauf, weil es nicht zählt. Wie schön. Und er verliert 500. Und wir können zuschauen. Warum hast du Mühe? Achso, du hast jetzt nichts mehr frei. Ich bin gekommen, klar. Die werden wir nicht brauchen. Und dann eure Kalkus, mit dem Seele gefangen ist. Und damit hast du nicht gerechnet, oder? Tja, hoffentlich. Was? Wir morgen alles kriegen. Ich fahr dabei erst. Dann spiel ich dabei mein Monster. Dass ich jederzeit wieder auf die Hand zurücknehmen könnte, wenn ich das würde. Ich beende meinen Zug. Und wieder beendet Brennendes Land ein Duell für mich. Und ihr wundert euch, warum ich diese Karte im Deck habe, ja? Mit Angriff, nicht mit Brennendes Land! Spur ausschneiden, Kräfte rauf, Spiel macht ganz stark. Gemeinsam sind wir stark, ja, mit Schleim sowieso. Drei Duelle, dreimal gewonnen, das reicht. Kartengeschäft. Und dann. Dreimal Joey. Und dann die große Packfolge, oder? Na, mal gucken. Oder doch nicht. Oder zögere ich es doch noch hinaus? Gralandolf, König der Zerstörung. Wenn diese Karte als Ritual vorne wird, zerstöre alle anderen offenen Monster auf dem Spielfeld mit Defense kleiner gleich dem Angriff dieser Karte. Aha. Er hat 100 Angriffe, jetzt Monster so zerstört. Ist nicht schlecht, möchte ich mal so sagen. Gesammelte Kraft, auch eine Karte, die ich ab und zu im Deck hatte. Die Lage der wilden 5.
Ich schwöre, bis zu 5, 2 Monster vom Typ Krieger, der Stufe 5 als Spezial von der Hand und auf den Füßen abgehört werden alle. Braucht kein Mensch. Aber jetzt. Yay. Desperado Pistolendrache. Cool. Auge der Wahrheit. Kuchulain. Und noch einmal, los geht's. Daumen drücken. Den Torwächter, damit kann ich leben. Holt euch den Geist. Geschenke gut, der Gegner hält 3000 Life Points. Ist gut, weil es so schöne Kombinationen gibt, wenn der Gegner die Punkte stattdessen verliert. Glücksspiel braucht kein Mensch, Vertragserfüllung. Ritualmonster im Flieger. Beschwerdesplan, Rüstung mit der Karte. Gut, Maskefenster ist ein Trance, magischer Schwertkämpfer. 6 Sterne, 2600 Angriffspunkte. Nicht schlecht, wie ich mal sagen möchte, aber leider Hexer und nicht Krieger. Das war's für diese Folge und beim nächsten Mal müssten wir dann doch mal vielleicht was anderes machen. Oder wir nehmen die letzten paar Kämpfe dann auch noch. Das kann es sein. Bis dahin, Xenoth!